Max und Ruby. Ruby und Max. Max und Ruby. Ruby und Max. Max und Ruby. Ruby und ihr kleiner Bruder Max. Ruby hat Schluck auf. Bevor wir für das Konzert zu üben anfangen, sollten wir uns erstmal einsingen. Findest du nicht? Das ist eine gute Idee, Ruby. Ich werde anfangen. La 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 la. Jetzt bist du dran, Ruby. Bist du soweit? Ja. La la. Monster! Tut mir leid, Max. Ich kann dir jetzt nicht beim Suchen deiner Monstermaske helfen. Luise und ich müssen nämlich für das Konzert üben. Such schön weiter, du wirst sie bestimmt finden. Willst du es nochmal versuchen? Ja. La la la. Entschuldige, Luise. Das macht doch nichts. Versuch's nochmal. La la la. Ich glaube, du hast einen Anfall von Schluck. Schluck auf. Oh nein, wie sollen wir denn da für das Konzert üben? Monster? Max, ich kann dir nicht helfen, deine Monstermaske zu suchen. Ich muss erst diesen Schluck auf loswerden. Denk doch mal nach, wo du sie zuletzt hingetan hast. Wir müssen dich schnellstens davon kurieren. Sehen wir im großen Buch der Hausmittel nach. Das steht hier drüben. Mal sehen. Husten, Fieber. Hier steht es. Schluck auf. Vielleicht solltest du lieber vorlesen. Ich glaube, da hast du recht. Schluck auf. Es gibt 4 Arten, Schluck auf zu kurieren. Erstens, den Atem anhalten, solange es geht. Zweitens, den Kopf nach unten hängen. Drittens, ein Glas Wasser trinken. Viertens, dem Betreffenden einen Schreck einjagen. Versuchen wir es mal mit dem ersten. Die Luft anhalten, solange es geht. Na gut. Schön weiter die Luft anhalten. Monster! Oh nein, das hat überhaupt nicht geholfen. Monster! Tut mir leid, Max. Ich weiß nicht, wo deine Monstermaske ist. Aber du hast doch draußen so viele Spielsachen. Warum spielst du nicht einfach damit? Methode Nummer 1 hat nicht geholfen. Das ist sicher. Dann versuchen wir es doch mit Methode Nummer 2, den Kopf nach unten hängen. Ich würde alles ausprobieren. Wo soll ich es machen? Wie wär's, wenn du dich verkehrt rum auf den Lehnstuhl setzt? Ist gut. Ist es so richtig? Absolut. Jetzt versuchen wir es nochmal mit Singen. La la la. Jetzt sing du, Ruby. La 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 la. Ach du liebes Bisschen, es wirkt nicht. Wie soll ich diesen Schluck auf nur je loswerden? Monster! Ich kann dir jetzt nicht helfen, Max. Ich muss erst den Schluck auf loswerden. Aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten, Monster zu spielen, wenn du in deinem Zimmer suchst, findest du viele andere Sachen, mit denen du
dich als Monster verkleiden kannst. Wirkt es schon? Ich hab nicht das Gefühl. So viel zu Methode Nummer 2. Stimmt. Dann versuchen wir es mal mit Nummer 3. Ein Glas Wasser trinken. In Ordnung. Monster? Monster! Im Buch steht, du musst das ganze Glas Wasser auf einen Zug austrinken. Ich hoffe, das wirkt jetzt. Was war das? Das kam von oben. Erklären, warum du deine Decke hinter dir herschleifst? Monster! Max, ich kann jetzt im Moment nicht mit dir Monster spielen. Ich habe immer noch Schluck auf. Komm mit, Luise. Wir haben schon 3 Methoden ausprobiert und keiner hat geholfen. Und es gibt nur noch eine einzige. Was für eine? Ich hab's ganz vergessen. Methode 4, dem Betreffenden einen Schreck einjagen. Aber wie willst du mir denn einen Schreck einjagen, wenn ich weiß, dass du das vorhast? Oma! Was machst du denn mit der Maske? Die hat Max bei mir zu Hause vergessen und ich dachte mir, er sucht sie vielleicht schon. Ich hoffe, ich habe euch nicht allzu sehr erschreckt. Wieso erschreckt? Ruby, dein Schluckauf ist weg. Oma, du hast mir den Schluckauf mit deiner Monstermaske ausgetrieben. Das ist nicht meine Monstermaske. Monster! Das ganz besondere Foto. Von mir aus können wir mit dem Fotografieren beginnen. Und was ist mit dir, Max? Max, was machst du da? Schmetterling! Du kannst dem Schmetterling jetzt nicht weiter hinterherjagen. Ich will doch ein Foto von uns machen für Oma. Es wird ein ganz besonderes Foto, also müssen wir unsere schönen Sonntagssachen anziehen. Max, ich weiß auch schon, was wir dir anziehen. Komm mit, Max. Ich weiß, dass er irgendwo hier drin ist. Aha! Was hat denn dein blauer Matrosenanzug ganz hinten in deinem Schrank zu suchen? Damit bist du für das Foto ideal angezogen. Du willst doch hübsch auf Omas Foto aussehen, oder? Zieh dich an, Max. Ich bin schon auf Omas Gesicht gespannt, wenn sie das Foto von uns sieht. Das wird ihr bestimmt gefallen. Ich stell schon mal die Kamera auf. Du ziehst dir deinen Anzug an und kommst dann runter. Schmetterling! Max, bist du jetzt fertig? Ja.
ziehen wir beide unsere allerbesten Sachen an. Das wird ein ganz tolles Foto. In einer Minute bin ich soweit. Ich muss nur noch mal überprüfen, ob die Kamera auch richtig steht. In Ordnung, Max. Jetzt können wir endlich das Foto machen. Vorsicht, Max. Lauf nicht mit einem Orangenglibberidu in der Hand herum, sonst machst du dir noch deinen schönen Anzug. Oh nein, so kannst du doch auf Omas Foto nicht aussehen. Geh noch mal rein und zieh dir deinen zweitbesten Matrosenanzug an. Schmetterling! Hier geht's lang, Max. Du wirst ganz toll werden, Max. Ich hab die Kamera genau richtig. Schmetterling! Max, jetzt habe ich wegen dir ein Foto verknipst. Du kannst später hinter dem Schmetterling herjagen, Max. Wenn das rote Licht da ganz schnell blinkt, dann heißt das, dass die Kamera ein Foto von uns macht. Lächeln, Max! Schmetterling! Max! Wir machen ein Foto und drehen kein Video. Du musst stillhalten. Wir haben nur noch zwei Bilder drauf, bevor der Film zu Ende ist. Und wir haben immer noch kein Bild für Oma. Schmetterling! Komm wieder her, Max! Kamera! Jetzt haben wir nur noch ein Foto auf dem Film drauf. Da müssen wir jetzt aber genau aufpassen, dass wir ein anständiges Foto machen. Max, pass auf die Pfütze da auf! Das war knapp. Du liebes Bisschen, ich kann doch kein Foto von mir machen, wenn ich einen Schmutzfleck auf dem Kleid habe. Was mache ich denn nur? Ah, ich weiß schon. Ich halte mir einfach einen schönen Blumenstrauß davor. Was meinst du, Max? Schmetterling! Jetzt komm, Max. Du musst endlich aufhören, hinter dem Schmetterling herzujagen. Ich stell den Selbstauslöser jetzt neu ein. Also dann, Achtung! Schön lächeln, Max. Schmetterling! Was für ein wunderschönes Foto. Das ist das schönste Geschenk, das ich jemals bekommen habe. Siehst du, Max? Ich hab dir doch gesagt, dass Oma das Foto gefallen wird. Was sagst du jetzt dazu? Schmetterling! Rubys Theaterstück. So, damit müsste es gehen. Diese Prinzessinnenhüte passen perfekt für unser Stück.
Was ist denn, Luise? Ich finde, den fehlt noch irgendwas. Schleier! Du kannst dir einen blauen Schleier dran machen und ich mache mir einen rosanen an meinen. Oma wird riesig überrascht sein, wenn sie unser Theaterstück sieht. Ich weiß genau, dass es ihr gefallen wird. Aber zuerst brauchen wir einen Titel für unser Stück wegen der Eintrittskarten. Naja. Unser Stück handelt von zwei Prinzessinnen, die auf einen Ball gehen. Wie wär's, wenn wir es zwei wunderschöne Prinzessinnen gehen auf den Ball nennen? Das gefällt mir. Aber eine weitere wichtige Person darfst du nicht vergessen. Unseren wunderschönen Prinzen. Oh, Luise, das ist die schönste Prinzenkrone, die ich je gesehen habe. Vielleicht sollten wir es zwei wunderschöne Prinzessinnen und ein schöner Prinz gehen auf den Ball nennen. Eine gute Idee. Aber wir brauchen jemanden, der die Rolle des schönen Prinzen spielt. Drache! Ah! Max, du spielst jetzt schon seit 3 Tagen Drache. Seit er seine neue Drachenmaske bekommen hat, hat er sie noch nicht einmal abgenommen. Max, gönn dir doch mal eine kurze Pause vom Drachenspielen und sei der schöne Prinz in unserem Stück. Drache! Nein, Max, wir brauchen keinen Drachen, sondern einen schönen Prinzen. Siehst du, die Krone passt dir perfekt. Was du jetzt noch brauchst, ist ein Umhang. Alle Prinzen brauchen einen Umhang. Hol deinen Umhang und komm dann wieder runter, damit wir proben können, ja? Drache! Du sollst keinen Drachenprinzen spielen, sondern einen echten Prinzen. Zieh dich schnell um, Max! Drache! So, unser Publikum sitzt auf seinen Plätzen und den Stuhl heben wir für Oma auf. Wir sollten uns für unsere Kostümprobe umziehen. Du siehst entzückend aus, Prinzessin Luise. Und du siehst bezaubernd aus, Prinzessin Ruby. Was uns noch fehlt, ist unser schöner, charmanter... Drache! Nein, Max, wir führen kein Theaterstück mit einem Drachen auf. Jetzt komm, zieh dir schön dein Prinzenkostüm an, während Luise und ich alles vorbereiten. Wir haben nicht mehr viel Zeit, bis Oma kommt. Und wir müssen auch noch den Bühnenvorhang aufhängen. Du hast recht. Also nichts wie an die Arbeit. Das sieht genau wie eine richtige Bühne aus. Sollen wir jetzt die Programme verteilen oder warten wir, bis deine Oma kommt? Warten wir noch. Probieren wir lieber den Vorhang aus. Ja! In Ordnung. Bist du soweit, Prinzessin Luise? Ich bin soweit, Prinzessin Ruby. Dann auf 3. 1... 2, 3. Tada! Oh nein! Ruby, schau doch! Sally Badenixe ist weg! Das gibt's doch gar nicht! Ich weiß, dass du ein Drache bist, Max. Und Drachen entführen Puppen und verschleppen sie in ihre dunkle Höhle. Aber ich brauche Sally Badenixe. Sie gehört zu unserem Publikum. Danke, Max. Aber wenn du nicht der Prinz sein willst, kannst du nicht bei uns mitspielen. Also geh schön woanders Drache spielen. Wir führen unser Theaterstück ohne dich auf. Ich fürchte, einer von uns muss die Rolle des Prinzen übernehmen. Das macht mir nichts aus, ehrlich.
Nein, Luise. Du bist mein Gast und solltest die freie Wahl haben. Naja, wir können ja nicht beide die Prinzessin spielen. Na gut, Luise. Du gibst bestimmt einen wunderschönen Prinzen ab. Dann machen wir es so. Du wartest hier und ich hol das Prinzenkostüm aus Max' Zimmer. Max, bist du hier drin? Wie sehe ich aus? Toll! Wir sollten noch unseren Text üben, damit wir unser Stück fertig haben, wenn Oma kommt. Verehrte Damen und Püppchen, wir möchten Sie herzlich willkommen heißen zu unserem Stück Die wunderschöne Prinzessin und der schöne Prinz gehen auf den königlichen Ball. Ich bin durch alle Lande gereist, um eine Prinzessin zu finden, die so liebreizend ist wie ihr. Würdet ihr mir die außerordentliche Ehre erweisen, mich auf den hochherrschaftlichsten Königsball im ganzen Land zu begleiten? Wie war das? Das war toll. Jetzt bin ich dran. Es wäre mir ein Vergnügen. Nun, dann machen wir uns auf, my lady. Meine Kutsche steht schon bereit. Drache! Weg mit dir. Hier hast du nichts zu suchen. Husch! Husch! So, wo waren wir stehen geblieben? Ah, ja. Bravo! Bravo! Oma! Das ist das beste Theaterstück, das ich je gesehen habe. Aber... Besonders gut hat mir das Ende gefallen. Was für eine überraschende Wendung. Welche überraschende Wendung? Als die Prinzessin den Prinzen gerettet hat. Den Prinzen gerettet? Vor was denn? Drache! Rah!